Hey, zurück bei einem Let's Play von South Park Mega Millionär. Das heißt nicht Kleinmillionär oder so, oder auch nicht Little Millionär. Das heißt Mega Millionär. Und davon habe ich mir jetzt die Vollversion gekauft, weil es extra Level gibt und so. Okay, und ich würde mal sagen, ich habe schon so weit gespielt wie letztes Mal bei der Free-Version. Und dann würde ich mal sagen, spielen wir einfach mal weiter. Und diesmal werde ich beim Hochladen auch den richtigen Namen schreiben. Sorry wegen letztens, aber wusste ich halt nicht. Okay, wir spielen natürlich Story-Modus. Fortsetzen. Bei unserem alten Stand. Hier waren wir. Und jetzt müssen wir das hier machen. So, das mache ich doch auch mal. So schwer ist das jetzt auch nicht. Wir müssen auch so einen Kuchen balancieren. Das ist so ein Kuchen. Kuchenglasur irgendwie. Bisschen dumm, ich weiß. Oh, wir müssen nochmal neu starten. Ich habe gerade eine Münze übersehen. Zack, zack, zack. Oh, shit. Ja, die Scheiße nervt. Das ist wirklich scheiße. Voll eklig. Vor allem die Mädchen unter euch finden das bestimmt eklig. Einige Mädchen fragen sich, wieso diskriminierst du Mädchen? Ich diskriminiere sie nicht. Ich schätze sie nur ein. Und ich schätze, dass sie es eklig finden. Ich denke mal, das tun sie auch. Naja. Das, ich habe ja nur geschätzt. Also ich spreche natürlich nicht für alle Mädchen. Aber für die meisten würde ich mal sagen. Die meisten Mädchen spreche ich dafür. Dass sie scheiß eklig finden. Was natürlich wiederum heißt, dass sie ihre eigene Scheiße dann auch widerlich finden. Und das macht wiederum keinen Sinn. Sonst würden die sich ja umbringen, weil... Ach, definieren wir es einfach nicht weiter. Wir definieren es einfach nicht weiter. So. Jetzt habe ich diesmal die Münze eingesammelt. Zack. Zack, so geschafft. Juhu, alles eingesammelt. So. Oh, ich habe meine hübsche Uhr nicht gestellt. Mache ich doch mal gleich. So. Sagen wir mal. Wir nehmen wieder 10 Minuten auf. Wie immer. Ne, nicht länger. Sorry. Aber ich muss auch mal ins Bett. Ist schon ganz spät. Ja, das ist schon irgendwie 3 oder so. Ich muss halt auch mal ins Bett. Kein Bock, die Nacht durchzumachen. Habe ich schon die letzten paar Tage, also da habe ich jetzt echt keinen Bock mehr drauf. Oh, einige Level sind echt mies gemacht. Also die sind echt nicht einfach. Muss man echt sagen. Die sind eine Scheiße, da kann man scheißen. So, wir machen jetzt einfach mal so. Zack, zack. Ich weiß jetzt nicht, ob sie richtig sind. Ich will ja nicht die Bonus-Sachen einsammeln. Ja, wir sind richtig scheiße. Ja, ist eine gute Chance, wieder alles einzusammeln. So. So. Oh, das war schlecht. Wenn ihr euch fragt, oder wenn ihr mich mal anschreibt, oh, du hast da einen Geldschein vergessen. Ey, mal ganz ehrlich, scheiß mir auf diesen einen Geldschein. Das ist ein Geldschein, ey. Komm schon, da kannst du drauf scheißen. Ein Geldschein, ey. Nee, ey, hebst du da auch keinen Cent auf. Das ist ja richtig Geldschein.
So geizig bin ich jetzt auch nicht. Ich spiele zwar gerade Karten ab und der ist ja geizig, aber ich meine, ich spiele das ja. Und nicht er. Und ich bin nicht so geizig, also da kann ich mich mal drauf scheißen, echt jetzt. Okay, so. Immer wieder Scheiße. Das ist, glaube ich, Kotze. Also das ist diesmal nicht Scheiße, sondern Kotze. Kotze ist ja auch genauso widerlich. Finde ich aber nice. Also nice gemacht von den Spielerfindern. Scheiße und so, das finde ich cool. Finde ich gut gemacht. Also, finde ich echt gut. Ein Lob an die Spielhersteller. Ja, ich weiß, ihr denkt jetzt, oh, ich bin schlecht und so, aber es ist halt so, ich bin so müde und sorry, also ich versuche halt das Beste für euch noch zu machen, aber sorry, ich bin echt müde. Ich versuche die Zeit halt tot zu hauen. Ich mache noch ein paar Let's Plays und so, aber ansonsten gehe ich gleich pennen und dann ist Schluss, Alter. Komm, das Level habe ich noch. Auf die Zeit achten. Auf Zeit habe ich noch genug. Auf den Geldschein scheißen jetzt mal. Oh Mann. Immer wenn ihr in so einer misslichen Lage seid, wie ich gerade. Müsst ihr hochspringen, dann kommt ihr um die Kurve. Wirklich. Dann könnt ihr auch mit einmal bremsen. Also das funktioniert wirklich. So, das Geld einsammeln hier, so. So, endlich. So. Zack. Jetzt. Ganz hoch, oder was? Nein! Cartman ist auch so ein Fettsack, ne? Ist genauso dumm, wie er aussieht, Alter. So, okay, einen schaffen wir noch. Once again, I feel I lost, but now and then. So, und jetzt kommt Kyle. Lol, was sind das für hässliche Bunnies, ey? Was sind das für hässliche Vögel? Oh mein Gott! Was sind das für hässliche Vögel, Alter? Bunnies, ey. Das sind nicht doch mal typisch Bunnies. Echt jetzt. Einfach mal durchrennen, ey. Scheiß drauf, wenn ich nicht alles krieg. Okay, das will ich kriegen. Wie ist das denn hin? Wahrscheinlich auf die raufspringen, ne? Ja, so hab ich's geschafft. Zack. Gut. Auf die drauf springen. Alter, kann ich verarschen oder was? Das ist voll schwer. Alter. Alter, willst du mich verarschen? Die stoßen mich einfach in diese Säure. Sorry, vorhin habe ich Kotze gesagt. Nein, das ist natürlich Säure, das ist doch klar. Alter. Ich mich echt fast, ne? Junge! Bleib mal chillt, Mann. Junge, Alter! Sorry, die Zeit ist gleich um, also ich denke mal, ich schaff das nicht mehr. Sorry, Leute. Tut mir echt leid. Aber wenn diese Typen mich die ganze Zeit runterschubsen, dann muss ich leider sagen, kann ich da nicht viel tun. Lol, habe ich noch gar keinen Einsatz, habe ich noch gar keine Münze. Ja, die muss ich natürlich haben, ne? Das ist ja mit. Komm schon, hol das Lasso raus. Wir spielen Cowboy und Indianer.
Wir raten um die Wette. Na, 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 na. So, das ist, glaube ich, der letzte Versuch und dann mache ich Schluss. Dann habe ich echt keinen Bock mehr. So, okay, noch eine. Komm, noch eine. Komm, das hat das Level verdient. Das ist ein gutes Level. Gut gemacht von den Erfindern. So, komm, zack, zack. No. So, danke. Danke! Die haben mich tatsächlich gerettet, ne? Das finde ich ja mega geil. Rettung, Aktion. Ja, da wurde ich jetzt reingekickt, da kann ich nichts für. Ich würde sagen, dann mache ich Schluss.